Geht ab, Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Heute reagieren wir auf Iliva X Mero und wir haben das. Ey, ich bin so gehypt darauf. Ich habe gar keine Worte und ich will auch gar nicht labern. Ich möchte einfach direkt in dieses Video rein. Aber kurz davor muss ich eine Sache sagen. Ihr seht das hier eingeblendet. 97% haben nicht abonniert. Ihr schaut meine Videos, aber nicht abonniert. Guck mal, 97% bei 3000 Abonnenten. Ich hätte eigentlich 100.000 Abonnenten, wenn jeder, der meine Videos schaut, einfach abonnieren würde. 100.000 Abonnenten, stellt euch das mal vor. Aber ich küsse eure Herzen an 3.343 King und Queens, die abonniert haben. Wir gehen rein in das Video. Und ey, ich bin so gehypt. Ich bin so gehypt. Diese Mischung, Iliva, Mero. Mero, sage ich schon. Ich spreche schon Deutsch. So, wir gehen auf jeden Fall rein. Zack, zack, zack. Was haben wir hier? Produziert Nadia. Producer Nadia, eine Dame. Interessant. Oh, Bruder, was ist hier alles? Digga, selbst. Was ist das, Gaffer? Einer hat gegafft oder was auf Iliva? Das gefällt Mero nicht. Wir gehen rein. Warum sage ich das Mero so deutsch? Iliva, Mero. Mero, Mermiflow. Aller los. Sie weiß, sie weiß. Sie weiß. Und sie ist auch in weiß. Okay, ich rede nicht mehr so viel. Ich verkab, ich habe ADHS gerade, merke ich. Made by Lily. Ey, Songs voll leise. Ist jetzt laut? Ja, jetzt besser. Stellst dich in einem anderen Raum. Weiß nicht mehr, wer du bist. Suchst dich in anderen Frauen. Hast du das nicht vermisst? Ey, wie cool ist das Musikvideo, bitte? Wie geil, so vom Vibe her ist das was ganz anderes irgendwie. So auch hier diese Akzente und so. Irgendwie gibt mir das so Retro-Vibes, weißt du? Auch ihr Look und so. Weißt du, das ist so. Ich kann jetzt keine Zeit dafür geben, aber es ist so ein bisschen Retro. Diese Handschuhe und so. Weiße Handschuhe, diese Dinger, so voll so 2000er. Ich habe keine Ahnung, ob das 2000 ist, 19 oder 10, lass mich in Ruhe. Aber so auf den ist altmodisch. Aber cool. Cool, weil es anders ist. Okay, wir gehen. Stellst dich in einem anderen Raum, Ja. weiß nicht mehr, wer du Nein. bist, suchst dich in anderen Frauen. Hast du das nicht vermisst, dass sie weiß, dass du grad mit ihr schreibst, dass du heute bei ihr bleibst? Ey, wie geil auch die Choreo. Ey, ich will nicht so viel stoppen, aber die Choreo, wie cool. Und auch, wie die mit ihrer Stimme nach oben geht. Geisteskrank geil. Dresscode Black, doch du trägst ein Wow. Hell. Keiner kennt dich so wie ich dich. Ey. Kenn, du lebst in einer anderen Welt. Hoffst, dass sie dir jetzt gefällt, weil du weißt, dass sie wegen dir weint, weil du nicht bei ihr bleibst. Ey, auch der Beat, geisteskrank geil. Richtig geiler Beat, so dramatisch, so. So, weißt du, auch dieses Storytelling, so mäßig. Das baut gerade was Todesgeiles auf und ich hab einfach Bock auf so eine Hook, wo die so, sie weiß, so, weißt du, was ich meine, so richtig schreit. Boah, ich bin so gespannt auf Mero sein Part. Digga, was will Mero für ein Part hier machen? Okay. Oh mein Gott, ich habe gerade vor 10 Sekunden gesagt, dass sie schreien soll und genau dann hat sie geschrien und ich schwöre, guck mal, ihr könnt Uhrzeit sehen. Wo sieht man die Uhrzeit? Rechts unten. Ah, warte. Ey, also ist nicht hier so fake. Ich habe das nicht gesehen. Ich schwöre, ich habe das nicht gesehen. Geil! Geile Stimme, geil hoch! Was ein Einstieg! Ich muss den nochmal. Was ein cooler Einstieg! Nochmal zu Iliva, ihr Part. Bruder, ihr Part war so, hat sich langsam aufgebaut. So, kam coole Lines und so von wegen, ja, sie weiß, dass du mit ihr schreibst, du siehst dich in anderen Frauen, bla bla bla. Aber da, wie sich das aufgebaut hat und genau dann, wo es ganz oben war, so hier, da kommt Mero und kommt mit so, kommt so in dein Presse. 24/7 bist du in meinem Kopf, ich seh dein Lächeln auf meinem iPhone. Du bist der Grund, warum ich wach bin. Deine Geil. Hotels, ich will zu dir heimkommen, egal wo du bist, komm zurück. Bist nicht ohne wir beide nicht so stolz und stur, wie wir sind, mach kein Baby. Du hast recht, meine Handys voll mit Frauen. Ich glaube auch, das ist eine Sucht, du weißt, ich höre nicht auf. Du und ich, das war meine Absicht. Irgendwie will ich, aber es klappt nicht. Geil, wieder hier spielt, geil. Du und ich, das war meine Absicht. Irgendwie will ich, aber es klappt nicht. Ich weiß, dass du wegen mir weinst. Ey, Bruder, ey, an alle, die gerade das YouTube-Video schauen, ne? Ich kann irgendwie bei YouTube nicht lauter machen, Bruder. Das fuckt mich todes ab, Bruder. Ich will, dass meine Gehirn, dass meine Ohren, ich will meine Ohren platzen sehen, Bruder. Aber ich glaube, meine Kopfhörer sind auch scheiße, Bruder. Die sind gefälscht, Bruder. Die sind 3-Euro-Kopfhörer.
Das wird Thumbnail sein, Freunde. Das wird Thumbnail sein. Junge, die sind so süß, ich schwöre. Ey, kommentiert mal, ne? Ich habe auch diese Livestreams gesehen, die gemacht haben. Bruder, ich weiß nicht, ob die das so für Promo gemacht haben, aber ich schwöre, die würden so das geilste, süßeste, coolste Paar abgeben, bei Gott sogar. Und Eiliva, falls du ihn nicht willst, ich bin auch da. Und die heißt nicht Eiliva, sondern Eiliva. Hm, hab ich gelernt. Ich hab gelernt. Ich bin TikTok-Fan. Sag mir, wieso ist das ein Problem? Hab dich vermisst und du mich doch. Ich weiß, dass du nicht bei mir bleibst, weil du so dich. Aber ich muss sagen, ein Negativpunkt. Ich weiß nicht, ob das jetzt so symbolisch auch dafür gelten soll, dass zum Beispiel die hat so ein. Sie ist in dem Moment jetzt gut gedresst und. Also sie ist jetzt. Sie wirkt so, als ob sie overdressed ist, weißt du, weil Mero hier einfach mit so einem, ja, ich weiß nicht, wie man das nennt, so auf Chiller, Bruder, auf Chiller, so weißt du, sie ist so voll so hübsch gemacht und so, und der ist so auf Chiller, das passt irgendwie. Ich hätte Mero mal so irgendwas so Elegantes so, weißt du, auf Marc Gebauer-Style. Das wird voll geil aussehen zusammen. Ja, ne, sogar mit zerrissene Hose, weißt du, und sie hat Kleid an, sie ist so, weißt du. Junge, guck mal bitte, wie hübsch die ist. Ich schwöre, guck mal, wie die guckt. Ey, wo war das hier? Hier, Digga. Junge, diese Ohrringe sind größer als mein Kopf. Ich schwöre, heftig. Achso, der sagt, Baby, bitte bleib, und die macht so, nein. Aber man merkt, die haben auch Spaß am Dreh gehabt. Das sieht man wirklich. Das ist auch todesauthentisch, so, weißt du? Ihr Lachen und sein Lachen. Guck mal, so wie der, guck mal, wie die dir anguckt. Junge, ich will auch, Meadow, guck mich bitte so an. Ich möchte auch so angeguckt. Oh, Bruder, was war das? Oh, Meadow, Baby Flow, NS, was geht ab, Mann? So mache ich, wenn ich Döner sehe, Bruder. Du, Bruder. Guck mal, diese Hände, Bruder, guck dir diesen Blick an, Bruder. Der sieht auch gerade einen Snack. Geil, geil. Props gehen raus an alle, die mitgewirkt haben. Ja, Kamera, wirklich Musik. Also, warte, da kommt doch noch was, Digga. Warum so viel? Warum ist das auch noch so? Ich gebe mein Fazit sofort. Ah, Mervy Flow, auf Schlafen. Auf, hallo. Das finde ich aber jetzt sexistisch. Dass sie jetzt die Putzkraft ist, das finde ich sexistisch. Meadow hätte es Putzkraft sein sollen. Ey. Ey. Ey, Mermi Flo. Du musst ja raus. Alla los. Alle Leute sind weg, du musst ja raus. Gute Ha. Geh von da. Digga, wie, guck mal, wie die das sagt. Hey. Geh von da. Geh von da. Mermi Flo. Alla los. Gute Ha. Okay. Das war's. Nochmal kurzes Fazit. Ein Musikvideo, auch mit den Effekten, wirklich geisteskrank. Wirklich Props gehen raus. Auch zum Beispiel solche Effekte, weißt du, das gibt den ganzen so einen Touch. So hier sieht man den Effekt eigentlich richtig gut. Hier, das ist so unten so blurry und so ein bisschen auch hier am Anfang. Warte, man sieht das halt so am Anfang. Dieses blurry und so. Und sie ist voll so am Glänzen, voll am Strahlen und so. Das ist wirklich ein sehr, 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 sehr geiles Musikvideo gewesen. Auch diese Parallelen zwischen ihr und Mero. So, von wegen, ja, sie will nicht mehr, aber Mero sagt, bleib und so. Das finde ich auf jeden Fall geisteskrank gut gelungen. So, ist jetzt nicht das, was ich so immer hören würde. Ist nicht meine Thematik, so sage ich euch offen und ehrlich. Aber ich finde es, wie es gemacht wurde, ist sehr, sehr gut. Und zumal, hier wird auch krass mit Farben gespielt. Zum Beispiel hier, Mero in einem blauen Raum. Und Eiliva auch immer mit so lila Akzenten unterwegs. Das ist auch musikvideotechnisch mäßig sehr, sehr, sehr geil gemacht. Auch am Anfang erstmal ein Part, wo die alleine ist, dann er alleine und dann am Ende zusammengeführt. Also die Idee dahinter ist richtig geil. So, zur Musik muss ich sagen, Eilivas Part hat sich am Anfang sehr geil aufgebaut. Und dann Meadows Einstieg kam so, wow. Genau das kam, es kam perfekt, Bruder. Meadows Einstieg hier an der Stelle, warte, muss ich nochmal zeigen. Yeah. 24/7 bist du in meinem Kopf. Ich seh das Mädchen auf meinem.
Bruder, der Einstieg ist eine 10 von 10, muss man wirklich sagen. Einstieg geisteskrank. Und Ali war schön aufgebaut und Mero kam genau an der Spitze, zack. Muss ich sagen, top gemacht, also wirklich geisteskranker Song. Und ich feiere das auch einfach, dass die das zusammen machen. Kommt authentisch, ich freue mich auf weitere Musik von den beiden zusammen. Weil, wenn die so zusammen Musik machen, das ist halt einfach so, weißt du, die sind so süß zusammen einfach. Ey, Digga, ihr stimmt mir doch zu, die sind einfach süß zusammen. Ansonsten, das war's mit der Reaction. Schreibt gerne eure Meinung dazu rein. Wie findet ihr das? Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir ein paar Kommentare haben. So für Algorithmus auch wichtig und richtig. Ansonsten, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Locker 31 ist die 1.